Hey ho und herzlich willkommen zu Let's Play Hype the Time Quest mit mir Beidkrieger. Wir müssen in das Dorf der Räuber. Denn da sollen noch ein paar Sachen für uns warten. Unter anderem ein paar Bolzen für unsere Armbrust. Da bin ich mal sehr gespannt. Geht's nach oben. Das ist so eine Art so in ja wie Baumhäuser. Waren wir ja schon mal da. Erstmal die Fässer kaputt machen. Gleich mal eine magische Nuss gefunden. Cool. Und ein bisschen Geld. Geld kann man immer gebrauchen. Aber wir sind im Moment voll. Nützt uns also nichts. Wir reden mal mit dem Räuber. Das ist eine Ehre für mich, Ritter Hype. Ich bin Anton, ein einfacher Räuber. Ich warte seit meiner Kindheit auf diesen Augenblick. Charon und Derio haben sich mit ihrer Beschreibung nicht getäuscht. Gut, hier sind die Pfeile, die ich extra für euch geschnitzt habe. Vielleicht gibt es noch etwas anderes in unserem Dorf, das euch Freude machen könnte. Zögert nicht, euch umzuschauen. Ich bin ja sehr vertrauensselig. Wir schauen uns auf jeden Fall um. Hier gibt es anscheinend einen neuen Gang, der nach oben geht. Hier sind noch ein paar Räuber. Ihr habt das Abzeichen der Räuber. Dann müsst ihr Hype sein. Seid willkommen. Ihr müsst wissen, dass die Annahme eurer noblen Mission für die Räuber von großem Vorteil war. Seit dem Bürgerkrieg sind Gold und Reichtümer rar. Das Wegelagerertum war zum Aussterben verdammt. Seid vorsichtig im Wald. Im Laufe der Jahre ist es den Alchemisten des großen Labors gelungen, die Geister zu wecken. Naja, das klingt ja nicht so positiv. Das heißt, noch mehr Geister. Naja, super. Was gibt's denn hier oben noch? Ich hoffe mal, dass die Alchemisten keine große Gefahr mehr darstellen, nachdem Ragorf besiegt wurde. Ein paar grüne Kräuter nehmen wir doch mal mit. Wer ist das? Ihr seid Hype. Ihr seht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Willkommen in unserem Dorf. Seit dem Bürgerkrieg kümmert man sich nicht mehr um die Räuber. Und das ist gut so. Wir beschäftigen uns jetzt damit, den Ort zu suchen, der im alten Plan von Taskan dem Zweiten verzeichnet ist. Hype. Zatila steht uns sehr nahe. Aber seit einiger Zeit ist er so reserviert und nachdenklich. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Irgendwas ist mit Zatila los. Weiß auch nicht was. Da war nichts mehr drin. Wir gehen mal wieder nach unten. Denn ich wollte noch schauen, ob hier vielleicht auf dem Baum was liegt. Könnte ja durchaus sein, dass es hier ist. Vielleicht finden wir auch noch den einen oder anderen Schatz. Irgendwas liegt auf dem Baum da oben. Ihr seht das Blaue. Es könnte entweder ein Zauber sein. Oder aber ein blauer Trank. Zauber wäre natürlich cooler. Wir schauen mal, dass wir da hochkommen, ohne runterzufallen. Jo. Wir sollten hier auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß nicht, ob da oben. Scheint nicht so. Da ist nichts. Vielleicht ist da hinten irgendwas. Was ist das? Oder sind das nur Kräuter? Kann das sein? Ja, das waren nur Kräuter. Erstmal darüber. So. Hier haben wir so eine Kombination. Die könnten wir uns jetzt aufschreiben. Aber ich bin ein risikofreudiger Mensch. Und ja, ich probiere mal aus, ob wir da einfach so durchkommen. Wir haben es auch so geschafft. Hat uns auf jeden Fall die Mühe erspart, hier irgendwas aufzuschreiben. Ja,
da habe ich irgendeine Nachricht gekriegt im Hintergrund. Sorry deswegen. Hier haben wir ein Speicherpult und einmal einen Hebel. Ja, drück halt den Hebel. Damit sind die Fallen auch deaktiviert. Und ich würde sagen, wir speichern mal ab. Sind hier in Folge 16, glaube ich, schon. Da habe ich einfach immer überspeichert. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind in Folge 16. Wir schauen uns im Dorf hier noch ein bisschen um, ob es hier noch was anderes gibt. Meinen Zauber haben wir schon gefunden, also könnte es durchaus sein, dass hier noch mehr rumliegt. Vielleicht da hinten? Mal schauen. Nö, da liegt nichts mehr. Ist da noch was drin? Nö. Das war Charons Zimmer. Oder Häuschen, sagen wir es mal so. Jetzt ist es einfach ein leerer Raum. Wir schauen mal, dass wir langsam so Richtung Festung gehen. Denn der liebe König wollte mit uns reden. Und hier ist eine Kiste auf dem Dach. Ich glaube, da kommen wir über den Baumstamm rauf. Hoffe ich zumindest mal. Versuch mal da hochzukommen, ohne runterzufallen. Ja, das hat doch geklappt. Aber es hat uns, glaube ich, ein bisschen Leben gekostet, oder? Weiß ich gar nicht. So. Hier unten müsste ja jetzt... ja, ist doch noch gut gegangen. Hier ist nämlich der Weg gewesen. Auf Richtung Festung. Und wir haben schon 3 von 10 Bienenvölkern eliminiert. Wir schauen mal, vielleicht kriegen wir die anderen auch noch. Die Fledermäuse sind auch wieder da, also schnell weg hier. Weil ich habe hier irgendwo Bienen gehört. Ja, die Fledermäuse sind ja wirklich richtig lästig. Weil irgendwo müssen hier Bienen sein. Hier oben sind die Bienen. Weg damit. Dann werden hier auch irgendwo noch Bienen sein. Ja. So viel dazu, dass die Geister geweckt wurden. Natürlich nicht so cool. Vielleicht erwischen wir das Bienennest von hier aus auch, ohne uns in größere Gefahr zu begeben. Ja, das hat doch funktioniert. Da kommen die Geister auch schon wieder. Nee, muss nicht unbedingt sein. Wir haben hier ein Schild, steht da immer noch dasselbe drauf. Monitum Publicum. Der Rat der Mönche betrachtet König Taskan III. Als seinen Verbündeten im Streben nach Frieden. Deshalb befürworten die Mönche die Anwesenheit königlicher Ritter im Kloster. Sie sollen unsere Tempelritter im Falle eines Überraschungsangriffs der Feinde stärken. Und das für die Dauer des Bürgerkriegs. Ja, klingt doch schon mal gut. Aber die Frage ist, warum es Bürgerkrieg gibt. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Warum gibt es hier überhaupt Bürgerkrieg? Eieiei. Werden wir gleich mal von Bäumen erschlagen? Wir sollten hier echt aufpassen. Der hätte uns treffen können. Der hätte uns richtig treffen können. Da wären wir platt gewesen. Hier ist noch ein Bienennest. Hier werden wahrscheinlich auch irgendwo noch welche sein. Im Baum zumindest schon mal nicht. Wir schauen mal da lang. Vielleicht gibt es da welche. Scheint aber fast nicht so zu sein. Gibt es da unten irgendwo noch ein Bienennest?
Hört sich schon mal so an, ja. Ah, hier oben ist es. Jo, da sind auch ganz neue Gefahren unterwegs, denn es gibt jetzt diese Skelette hier. Naja, die kennen wir ja schon. Und die stehen auch immer wieder auf. Also, die kann man nicht endgültig platt machen. Wäre aber eine coole Idee hier zu farmen dann. Denn die respawnen ja immer wieder. Gibt's hier irgendwo Bienen? Also ich höre im Moment keine hier. Aber das heißt nicht immer, dass keine da sind. Ja, und da springen wir mal runter. Ist auch ein Weg, auf die andere Seite zu kommen. Oh, Vogel. Jo. Könnten halt überall noch Bienennester sein. Naja. Werd, glaube ich, jetzt auch mal mehr auf die Geräusche von den Bienen achten. Sind hier Bienen? Sind das Bienen? Ja, das sind Bienen. Weg damit. Haben wir schon mal 8 von 10. Frage ist nur, irgendwo müssen ja dann noch welche sein. Ich habe so ziemlich alles eigentlich durchsucht. Vielleicht sind die in einem Bereich, wo wir jetzt noch nicht hin können. Wir gehen mal in die Stadt. Bin mal gespannt auf die Taverne, ob es da auch wieder so ein bisschen Beef gibt. Wir haben hier auf jeden Fall neue Designs, neue Flaggen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, ob es hier Bienen gibt. Es könnte durchaus sein, dass es hier Bienen gibt. Auf jeden Fall ist es schon mal einfacher, hier hochzukommen. Wir schauen uns einfach mal um. Denn es könnte durchaus sein, dass es hier Bienenvölker gibt. Aber ich habe bisher noch keine gesehen. Hey. Laufen muss der Hype noch lernen. Oh. Die Hühner sind auch noch da. Ich vermute auch, dass sie das einfach immer kopiert haben und dann immer gewisse Änderungen durchgeführt haben. Wie zum Beispiel, dass sie halt die Textur da über das Gras gelegt haben vom Laub oder die Kiste halt hier weggemacht haben, die hier eigentlich wäre. Solche Sachen halt. Kann ich mir schon vorstellen. Schauen wir mal hier ans Labor. Monitum Publicum. Taskan der Dritte ordnete an, dass die Mitarbeiter des Laboratoriums ab sofort unter Arrest stehen. Das ist eine gute Sache. Bis sie auf das Friedensgebot des Königs eingehen. Taskan der Dritte bedauert, dass die Alchemisten ihr Wissen für kriegerische Zwecke nutzten, denn nur in einem dauerhaften Frieden kann dieses Wissen zum Wohl der Gemeinschaft genutzt werden. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem Verhör unterzogen werden. Auf dass der Krieg bald beendet ist. Wir wollen es hoffen. Aber Bienen gibt's hier nicht. Bienen gibt's hier echt nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Scheint gar nicht so. Nee, hier gibt's nichts. Das Tor war eigentlich offen. Jetzt ist es wieder zu. Jetzt müssen wir außen rumlaufen. Fast schon schade.
Oh, wer bist denn du? Ah! Sie belästigen eine Dame! Ah! Ich hasse die Ritter! Ich hasse den Krieg! Ah! Ja, beruhig dich wieder. Wir sind schon wieder weg. Bisschen verrückt, die Dame. Naja. Meiner Meinung nach hat's die nicht mehr alle. Oh, da ist ein Zauber. Bin mal gespannt, ob wir den bekommen. Monitum Publicum. Taskan der Dritte ordnete an, dass alle Männer des Parks der Tapferen so lange unter Arrest stehen, bis sie ihre kriegerischen Absichten aufgegeben haben. Taskan der Dritte bedauert, dass sie in ihrem Streben nach Macht die öffentliche Ordnung und die Ruhe der Bürger schwer gestört haben. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem Verhör unterzogen, auf dass der Krieg bald beendet ist. Haben wir gerade schon mal wo gelesen, sowas ähnliches? Also anscheinend hat auch der Park der Tapferen hier an dem Krieg mitgespielt. Der Brunnen ist wieder zugänglich. Okay. Wir schauen uns erst noch ein bisschen um. Hey, 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 ein fremder Ritter. Was für eine Überraschung. Seh dich um. Wir befinden uns mitten in einem Bürgerkrieg und es sind keine Ritter in den Straßen. Der König lässt seine Feinde nicht heraus. Er hat sie im Park der Tapferen und im großen Labor eingesperrt. Da fällt mir ein, ich habe gestern Nacht einige Ritter auf den Dächern gesehen. Aber, ach, vergiss es. Niemand weiß mehr, warum der Krieg ausgebrochen ist. Er soll etwas mit einer Legende zu tun haben. Eines Tages soll ein schwarzer Ritter kommen, den Sohn des Königs demütigen und die Leute zwingen, unter seiner Tyrannei zu leben. Ha, so ein Unsinn. Okay, jetzt wissen wir, warum der Krieg ausgebrochen ist. Wegen dem schwarzen Ritter. Und hier ist der Zauber drin. Mal sehen, ob wir den da irgendwie rauskriegen. Da bin ich mal sehr gespannt. Dazu müssen wir mehrere von diesen Schaltern betätigen. Wo die alle sind, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Geh mal hier rüber. Denn hier oben, wenn man denn mal hochkommen würde, da wäre nämlich der Zugang zu den Dächern. Lustig, da komme ich echt nicht hoch. Jetzt. Hat doch ganz gut geklappt. Wenn man sich das Ganze nur als Video anschaut, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es so schwierig sein soll. Aber durchaus. Die Sprünge hier. Oder die Sprungsteuerung allgemein ist nicht die beste. Ist hier irgendwas? Nö, kein Hebel, keine Schatztruhe, gar nicht. Schade. Jetzt müssen wir nur noch darüber kommen, ohne runterzufallen. Ja, hat doch auch geklappt. Und da sind wir auch schon wieder an der Festung. Wie es hier weitergeht, seht ihr wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.